that we will never rest, so we're all fucking dead. We will never sleep, cause sleep is for the weak, that we will never rest, so we're all fucking dead. We will never sleep, cause sleep is for the weak, that we will never rest, so we're all fucking dead. Yo, hi Leute. Ich möchte euch heute ein neues Tutorial zeigen, wie ihr mit dem Photoshop aus so einem Bild eine Blätterhaut machen könnt. Ich suche mal. So sieht das am Anfang aus und so soll es später aussehen. Oder wenn ihr es auch wollt, könnt ihr es auch also komplett bedecken. Das sieht dann, glaube ich, sogar noch besser aus. Also wir fangen mal erstmal damit an. Ihr sucht euch irgendein Bild, was am besten eine ziemlich gute Qualität hat und einen guten Schatten- und Lichtwert. So, ich finde die Qualität hier ziemlich gut. Und, nein, nicht das. So, und das ist jetzt zum Beispiel ein Blatt, das habe ich bei Wikipedia gesucht und gefunden. Ja, und dieses Blatt nehmt ihr jetzt und fügt ihr in euer Bild ein, was ihr bearbeiten wollt. So. Ich vergrößere das jetzt mal. Jetzt nehmt ihr diese Ebene hier, klickt auf Bearbeiten und Ebene frei transformieren. So. So. Und ihr macht die auf die Größe von dem Bild, was ihr bearbeiten wollt. Jetzt klickt ihr hier auf Anwenden. Okay. Jetzt nehmt ihr die Ebene von normal auf ineinander kopieren. Jetzt habt ihr schon diesen Effekt hier. Und ja, ich finde, das sieht jetzt schon ganz cool aus. Nun müsst ihr mit dem Radiergummi-Werkzeug, Shortcut E geht auch. Oh, sorry, war das Mausrad? Und ja, müsst den Rest, den ihr nicht braucht, wegradieren. Damit es schneller geht, spule ich das gleich im Video vor. Das wäre dann auch schon eigentlich das fertige Ergebnis. Was ihr jetzt noch machen könnt oder was ich jetzt machen würde, ist, wir nehmen den Radierer, aber lassen ihn nicht auf Deckkraft 100, sondern ihr stellt den auf 50 oder 40. So auf Mitte. Dann macht ihr den Durchmesser am besten ein bisschen kleiner. Und dann nehmt ihr die Augenränder, macht diese gräulich. Aber ihr achtet darauf, dass die Pupille grün bleibt. So wie hier, ja, ich werde gerade angerufen. So, ihr seid jetzt fertig. Das ist das Endbild. Und falls es euch gefallen hat, bitte kommentieren, abonnieren und bewerten.